Ja, Sandra hat hier ein junges Pferd mitgebracht. Der sollte in diesem Jahr auch hier die Qualifikation mitgehen. Sie hat ja ein sehr gutes Derby-Pferd mit ihrer Stute. Und dieser sollte dieses Jahr so mal die ersten Kontakte hier aufnehmen. Und nun hat sie ihn hier mal zum Training mitgebracht. Ist jetzt gerade da, wo man normalerweise nicht so rumreitet, an der Seite, wo die Zuschauer normalerweise sitzen, um einmal so eine Backup-Sequenz zu reiten, um ihn daran zu gewöhnen, weil er ja auch, ich glaube, gleich den großen Wall einmal runter soll, um zu gucken, wie er darauf reagiert. Und ich weiß nicht genau, was jetzt im Training macht. Sie einmal ein paar bunte Sprünge, um sich warm zu springen. Genau, hat sich also ein kleines Warm-up gemacht, hat sich hier schon mal mit den irischen Wellen zum Beispiel ein bisschen vertraut gemacht. Genau, da ist sie natürlich als Vielseitigkeitsreiterin auch sehr erfahren. Das Pferd kennt sicherlich solche Auf- und Absprünge auch schon mal von zu Hause. Die hat, glaube ich, zu Hause auch einige Sachen schon stehen. Und man merkt das schon, das geht relativ sicher und einfach. Gerade jetzt hier auf diesem Gelände solche Hindernisse anzureiten, das ist auch schon ein bisschen mit dem jungen Pferd nicht so ganz ohne. Florian Grab. Auch sehr sicher gemacht. Gibt es für dich so ein besonderes Hindernis, also der Wall natürlich, oder sagen wir mal ein Lieblingshindernis oder eines, wo du immer, sagen wir mal, ein bisschen Probleme mit deinen Pferden hattest? Also grundsätzlich, der Respekt ist riesig bei fast jedem Sprung. Ich hatte immer noch mehr Herzklopfen eigentlich an dem weißen Buschoxer. Das ist jetzt nicht der Sprung, den ich am liebsten mag, weil da habe ich schon so einige Stürze gesehen und ich selber bin eigentlich auch eher einer, der so ein bisschen kleiner Schisser, sag ich, will ich jetzt nicht sagen, aber so ein bisschen sehr viel Respekt habe vor Stürzen. Und da hatte ich immer so das Gefühl, wenn ich darüber bin, geschafft. Also das war dann immer so das Wichtigste. Keine Sorge, wir sind nicht der Meinung, dass du ein Schisser bist, denn schließlich, wer den Derbywall runterreitet und diese ganzen großen Hindernisse, der hat genug Mut. Der Birkenoxer hier, da sehen wir schon mal, ja, nicht genau, so schlecht. Ja, genau, das war auch sehr gut, da konnte man so ein bisschen sehen, dass das Pferd noch ein bisschen Respekt hat. Das ist doch ein sehr wuchtiges Hindernis, hat es trotzdem sehr sicher gemacht. Ich glaube, es ist absolut vielleicht Nachfolger für die nächsten Jahre. Also, eine heiße Konkurrenz vielleicht für Carsten Otto Nagel in den nächsten Jahren, der bestimmt nochmal den dritten Derby-Sieg anpeilt. Auch dem werden wir natürlich herzlich die Daumen drücken. Aber jetzt schauen wir mal auf einen jungen Herrn, der es zweimal gewonnen hat und der jetzt ein bisschen Walltraining macht, zusammen mit Nicole Clement. Ganz genau, denn wir stehen hier jetzt vor dem großen Idee-Café-Wall und wir werden jetzt zusammen live mit Sandra Auffahrt und ihrem erst 8-jährigen Pferd und mit unserem Altmeister Achatz vom Buchwald versuchen, einen möglichst vertrauensvollen Abgang hier hinzulegen. Wir haben es vorhin gesagt, Sandras Pferd erst 8 Jahre alt. Letztes Jahr ist dieses Pferd hier noch an der Youngster-Tour an den Start gegangen. Achatz, wie ist denn dein Eindruck von diesem Pferd? Bisher sehr, sehr gut. Ich habe Sandra hier eben gesehen, wie sie das Pferd gelöst hat und ein bisschen dressurmäßig gearbeitet hat. Das sah sehr, sehr gut aus. Ich habe das Pferd auch letztes Jahr hier, wie du schon sagtest, in der Youngster-Tour gesehen und hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen. Und auf diesem Platz, es ist immer von Vorteil, wenn man seine jungen Pferde hier schon mal in der Youngster-Tour oder in irgendwelchen anderen Springen reiten kann, bevor sie dann die schweren Springen bzw. das Derby selbst gehen können. Jetzt widmen wir uns aber tatsächlich dem Herzstück unseres Derbys, und zwar dem Idee-Café, weil 3 Meter ist er hoch und 80 Grad steil. Und tatsächlich, wir sind hier live und Sandras 8-jähriges Pferd soll hier heute den Wall herunter. Und das werden wir jetzt mal zusammen mit Sandra versuchen. Sandra fängt hier jetzt gerade noch mal an, ein paar kleine Sprünge zu machen. Das Pferd hatte jetzt natürlich ein bisschen länger Pause. Sie war vorhin im Warm-up und jetzt reitet sie hier über den Platz und macht noch ein paar kleine Sprünge, um ihr Pferd eben noch mal wieder aufzuwärmen. Und jetzt wird sie aber tatsächlich gleich von hinten auf unseren großen Wall hieraufreiten. Achatz, wie hast du denn damals eigentlich den Wall trainiert? Ich glaube, du hast nicht am Wall trainiert, sondern
Du hast bei dir was ganz Spezielles dafür aufgebaut. Ja, so ähnlich, was sie jetzt macht. Sie reitet ja hier über den Irischen Wall. Und solche Wälle hatte ich zu Hause auch und habe danach, um den Absprungspunkt von dem großen Wall am besten zu üben, habe ich das anhand eines kleinen Walles gemacht und dahinter dann gleich die Planke, die dann ja folgt, um das zu üben, um das Pferd Sicherheit zu geben. So, ich glaube, Sandra macht sich hier jetzt so langsam auf den Weg, nachdem sie ihre kurzen Wurmabsprünge gemacht hat. Und wird jetzt von der anderen Seite auf den Wall reiten. Ach, sie hat noch einmal gedreht, weil den Wall reitet man ja auch ganz traditionell von rechts an. Ich glaube, wir sagen ja einmal kurz Bescheid, dass es losgehen kann. Ja, sie reitet jetzt. Das ist ganz clever, was sie macht. Sie geht nämlich dort hier auf diesen kleinen Hügel, um dem Pferd schon mal so ein bisschen zu zeigen, dass es gleich ganz steil bergab geht. Hier geht es ja relativ flach herunter, aber sie bringt ihrem Pferd da schon ganz gut bei. Das ist gut, weil es ist eine Vertrauenssache, nachher diesen steilen Wall runterzureiten. Das Pferd muss da ganz sicher sein und das hat sie eben schon mal sehr, sehr gut gemacht, um dem Pferd Vertrauen zu geben. Müssen wir mal ganz kurz schauen, da kommt sie. Sie wird nämlich auch von rechts auf unseren großen Wall reiten, denn so sieht es ja tatsächlich auch unser Parcours hier am Sonntag vor. Und jetzt sind wir alle mal ganz gespannt, wie dieses erst 8-jährige Pferd diese Aufgabe lösen wird. Was man hier sehr schön sehen kann, wie das Pferd gut gearbeitet ist, gut an den Hilfen. Jetzt nimmt sie schon mal ein bisschen Schwung, um hier diesen Aufsprung, den kleinen Aufsprung zu nehmen. Na, wo bleibt sie denn? Eigentlich sollte sie jetzt schon oben sein auf dem Wall. Ich glaube, Sandras Pferd wollte noch nicht gleich beim ersten Versuch hier hoch. Das ist natürlich auch gar nicht so ganz einfach. Wir sind hier immerhin live. Wir stehen hier mit einer großen Runde an, na groß, aber mit einigen Leuten auf dem Platz mit Kameras. Und für ein erst 8-jähriges Pferd an diesem Wall ist das natürlich gar nicht so einfach. Aber genau deswegen üben wir es ja heute. Und da ich glaube, jetzt kommt sie dann noch einmal. Oh, ich glaube, er will nicht so richtig. Aber das ist eben auch diese Schwierigkeit des Walles. Schon alleine das Anreiten hier und das Aufreiten auf den Wall ist schwierig, weil das so respektvoll aussieht und für die Pferde ganz ungewöhnlich ist. Da kann es durchaus schon mal sein, dass ein Pferd da nicht draufgehen will. Das hat es im Derby selbst schon sehr häufig gegeben. Hattest du schon mal ein Pferd, Achatz, was den Wall mit mehr Respekt entgegengegangen ist, als du ihr lieb war? Ja, ich hatte mal ein Pferd, da hatte ich zu viel geübt und leider auch einige Fehler beim Üben gemacht. Ich habe ein Pferd gehabt, der ist auf dem Wall, als ich schon oben war, diesen kleinen Sprung, der vor dem eigentlichen Abgang dort steht, der etwa nur einen Meter hoch ist, da ist mein Pferd stehen geblieben und ist nicht mehr über diesen kleinen Sprung, wollte er einfach nicht rüber. Und leider hatte ich da im Training das zu häufig geübt. Das Pferd hatte dann da auch mal einen Fehler gemacht. Und die Quittung habe ich dann erhalten während des Derbys. Das war ziemlich peinlich, weil ich war zwar auf dem Wall oben, aber ich kam nicht über diesen kleinen Sprung und damit war ich dann ausgeschieden. Also ist viel Üben vielleicht auch gar nicht immer. Oh, jetzt müssen wir einmal ganz kurz umschalten, weil jetzt ist Sandra gerade hier oben auf den Wall gekommen. Das hat offensichtlich sehr gut funktioniert. Ja, ja, und jetzt, das macht sie super. Im ersten Moment zögert das Pferd. Wow. Und was hat sie gemacht? Sie hat dann richtig, wie die Reiter sagen, Bein genommen, hat getrieben und hat das Pferd dann wirklich gut runterbekommen. Das ist ein bisschen eine Mutprobe, wenn man da oben steht. Das Pferd will nicht so recht. Dann muss man eben noch mal energisch treiben, um runterzukommen. Und das hat sie ganz toll gemacht eben.
Ja, sah auch sehr toll aus, wie die beiden hier runter sind. Nach anfänglichen Schwierigkeiten nach oben ging es runter ja wirklich super. Und ich glaube, jetzt kommt sie einmal zu uns und dann können wir sie einmal ganz kurz selber fragen. Liebe Sandra, dein Pferd Steve und du, ihr habt das hier ganz toll gemacht. Erzähl mal, wie war es beim Anreiten des Walds? Ja, wir hatten ja mehr Schwierigkeiten raufzukommen wie wieder runter. Also ich muss sagen, runter hat er jetzt auch zu Hause im Training über die Kleinwelle immer super gemacht. Und da wir auch immer da geparkt haben und da der Ausgang ist, vielleicht hat er da ein bisschen so über die Schulter weggezogen. Aber nachher hat er es echt gut gemacht. Also ich bin ganz happy mit ihm. Wie hat sich denn der Abgang angefühlt? Hat er da auch kurz gezögert oder hast du da gemerkt, oh ja, hier möchte er jetzt sofort runter? Auch gezögert, aber ich finde das Zögern eigentlich gut. Also ein bisschen müssen die Pferde ja auch hingucken und das Ganze mit Überlegung machen. Und er war schon willig, aber er war schon so ein bisschen beeindruckt. Ich auch mal wieder, ist immer wieder irgendwie was Spannendes, von da oben runter zu reiten. Aber dann hat er es echt richtig gut gemacht und ich glaube, er war auch echt gut im Gleichgewicht so. Jetzt mal, du hast ein ganz tolles Pferd im Moment fürs Derby, deine La Vista. So vom Gefühl her, glaubst du, das hier könnte ein Derby-Nachfolger werden, nachdem du jetzt heute wirklich hier auf dem Platz warst? Ja, ich glaube schon. Also er hat unwahrscheinlich viel Springvermögen und er hat bis jetzt das auch im Gelände immer gut gemacht. Er ist sogar schon eine Geländepferdeprüfung fünfjährig gegangen. Also er hat schon so ein bisschen Grunderfahrung im Gelände und ich könnte mir das gut vorstellen, aber ich hoffe natürlich, dass La Vista nächstes Jahr fit ist und ich mit ihr nochmal durchstarten kann und dass ich mir Steve dann nebenbei so ein bisschen dafür aufbauen kann. Wie sieht denn der Aufbau jetzt aus für ein Derby-Nachwuchspferd? Was planst du denn? Im nächsten Jahr werden wir ihn ja dann hoffentlich noch nicht in Hamburg sehen, zumindest nicht im großen Springen am Sonntag. Wie wird dieses Pferd jetzt weiter aufgebaut? Also wir veranstalten ja auch ein Derby bei uns zu Hause und da war ja letztes Jahr siebenjährig auch schon am Start und war da Dritter. Das ist so eine gute Vorbereitungsprüfung, das soll er dann nächstes Jahr auch mitmachen. Und ich denke, dass er dann hier in der ersten Qualifikation auf jeden Fall am Start sein wird und wenn alles gut läuft, dann auch in der zweiten Qualifikation, sodass er da schon mal so ein paar Eindrücke gewinnen kann. Und ja, ich reite am Ende mit meinen ganzen auch Springpferden viel im Gelände und nehme immer mal Welle rauf und runter mit. Und das gehört so zur Vorbereitung auf jeden Fall mit dazu. Alles klar, dann ganz vielen Dank, liebe Sandra. Dann fragen wir jetzt noch einmal unseren Altmeister hier, Achatz von Buchwald. Was war denn deine Einschätzung von dem Pferd jetzt hier am Wall?